Hallo und willkommen Leute bei Albonimos Gameplays. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut. Ich habe mir für euch den Arsch aufgerissen und habe den einzig wahren Drachenkaiser zu mir geholt. Er wird mir jetzt halt ein bisschen helfen bei der nächsten Story. Ich würde mal sagen, du stellst dich einfach mal selber vor. Ja, ich bin der Drachenkaiser. Ich kenne den Rambo von früher, von der Schule her. Und ja, ich freue mich jetzt einfach mit ihm zusammen die Mission zu machen. Jawohl, darauf freue ich mich auch. Ich habe gehört, du spielst sehr oft Destiny. Wie sieht's Ja, bei dir ich aus? habe so 4-5 Stunden können schon mal an einem Tag zusammenkommen. Nicht schlecht. Okay. Ja, er ist auch bei mir im Clan mit dabei. Ich habe jetzt wieder den Namen ein bisschen umgeändert, Leute. Wie gesagt, fügt uns hinzu. Seinen Namen werde ich auch in den Beschreibungen unten mit draufschreiben. Abonniert meinen Kanal, wie gesagt, wie ich das jedes Mal in jedem Video sage. So, und jetzt fangen wir mal an mit der Story vom herrschenden Haus. Bist du bereit, Dani? Ja. Gut. Ich werde ihn jetzt beim Vornamen nennen, also denkt euch nichts, weil ich kenne ihn auch so persönlich. Drachenkaiser. Ihr wisst, dass er Drachenkaiser ist. Ich sag zu ihm Dani, fertig, aus. Das ist gut, Rabe. So, dann legen wir gleich los bei den Grotten. Und da haben wir schon unsere ersten Gegner. So, ich würde euch also, wie gesagt, ich würde euch raten, wenn ihr euch Destiny holen solltet, am besten mit dem DLC, weil sonst kommt ihr nicht weit ohne den. Und ich habe mir auch schon überlegt, dass ich höchstwahrscheinlich vielleicht einmal Osiris Gameplay mache, auch wenn ich dadurch ein bisschen rumragen werde. Aber ich glaube, Drache wird dabei sein, oder? Eventuell. So, ihr wisst genau, ich habe drei Charaktere, ich spiele wieder mit meinem Jäger weiter, mit der Story extra für euch. Habe ich immer mit dem gewartet. Und ja, wir vernichten ihn auch gleich. Ja, sein Charakter ist auf 34. Ich weiß, es ist mir aufgefallen, ihr braucht es mir nicht vorzuhalten, dass ich nicht hoch bin. Ich kenne die Story ja schon. Genau. Ich kenne sie auch, aber ich habe sie halt jetzt nur noch mal mit meinem Jäger drin. So. Ach komm, das heißt, den lasse ich dich plätten. Oh, du spielst mit der Neko Chessen. Ja. Die will ich auch noch. Auf 365, da geht sie sogar halbwegs ab. Echt? Ja. Da ich nur Schlechtes gehört habe, nicht schlecht. Sehr bösartig, ein böser Junge. Ich konnte seinen Hass. Jawohl, also machen wir die alle fertig. Also es ist immer gut, wenn ihr einen dabei habt, Leute, der euch helfen kann bei irgendwas. Gut, die Story jetzt an sich, ich habe die jetzt extra auf leicht gemacht, dass wir die schnell genug durchhaben. Da ich leider nur 15 Minuten Videos machen kann, aber das müsste euch reichen bei den ganzen Videos. Hast du denn dafür ein Fusionsgewehr dabei? Das ist das Fusionsgewehr von Ding, wie heißt denn das jetzt? Axors Diener, das ist von der Arena, habe ich das von dem einen Typen gekauft. Ist an sich, muss ich sagen, gar nicht so schlecht. Ich habe auch die andere, die Primärwaffe habe ich auch von der Arena. Die ist, obwohl sie keinen Elementarschaden hat, muss ich sagen, nicht schlecht. Die sieht auch cool aus, sieht aus wie diese... Diese Captain, wie die Waffen von den Captains, nur in Blau. Signal, nahe. Kannst du es sehen? Dann friss das, du Arsch. So. Exzellent. Was auch immer du angestellt hast, dein Signal ist jetzt laut und deutlich. Jetzt sollen wir die Wölfe jagen. Dann schnappen wir sie uns. Hinter der Raketenbasis. Ich schätze mal, der ein oder andere wird den Teil hier schon erkannt haben. Ja, ja,
Ja, glaube ich auch, genau. Das ist einer der Anfangsmissionen. Was heißt Anfangsmission? Einer der Anfangsstrikes, sage ich mal. Weil normalerweise läuft sie hier rein und wir laufen hier raus in dieser Mission. Und viele von euch werden bestimmt auch hier wie Verrückte gefarmt haben. Denn anfangs, noch in der Anfangszeit, musste man wie verrückt farmen. Da man sich aber jetzt alles kaufen kann, glaube ich, farmt kaum einer mehr. Oder was würdest du sagen? Ich bin auch mittlerweile zum Kaufen übergegangen, weil ich habe einfach keinen Plan mehr, wohin mit meinen Münzen. genau das ist es. Man hat diese ganzen Fallouts, Marken und keine Ahnung was, die kann man, mit denen kann man sich auch alles kaufen und deswegen farmt auch keiner mehr. Das Einzige, was die meisten jetzt auch 100 pro machen werden, was, glaube ich, du mir auch zustimmst, dass wenn man einfach nur die Kiste zufällig sieht, sie einfach nimmt. Das mache ich nach wie vor. Aber ich habe die ein oder andere Charakterklasse, die ich vielleicht nicht ganz so oft spiele und da fehlt es mir immer grundsätzlich am Aufwertmaterial. Genau, das ist es. Genau, Dani, was ich dir fragen wollte. Du hast auch 3 Charaktere, wie ich mitgekriegt habe. Ja. 3 verschiedene? 3 verschiedene, unter anderem noch einen Titan auf Stufe 34 und noch einen Warlock. Auf Stufe? Der ist allerdings 33. Ah ja, gut, du hast die alle doch noch hier auf mich. Ja, bei mir ist der Titan auf 34, mein Warlock auf 33 und ihr seht es ja selber, mein Jäger ist auf 32. Rabbi, kommst du mal hier hoch? Wo hoch? Ich stehe über dir. Oh, hey. Das ist schon wieder ein Eingang, den ich noch nicht gesehen habe. Nicht schlecht. Und man lernt immer wieder neu. Hier müsste ein Geist liegen. Hohoho. Und da ist schon unser Geist, Leute. Cool. Na, sage ich doch. Ist immer gut, wenn man Leute dabei hat. Ich habe selber noch nicht gesehen. Nicht schlecht. So, dann machen wir den Rest hier fertig. Hier frisst mein Messer, genau. Ach ja, da sind wieder diese Sniper-Schweber. Nicht schlechte Idee, muss ich sagen, von den Leuten. Aber was ich sagen muss von der Story her, mager, würde ich mal sagen. Ja, könnte etwas länger sein. Vor allem, es könnten wesentlich mehr neue Gebiete kommen. Genau, richtig gesagt. Einzige neuen Gebiete sind halt hier diese kleinen Gebirge. Halt, warte mal, bevor wir reingehen. Okay. Ich wollte gerade fragen, wie wir das machen sollen. Einfach reinstürmen und alles niederschießen oder etwas taktiert von hinten. Ich glaube, ich bleib bei dem einfach gehirnlos, sage ich mal, rein damit. Denn auf sowas stehe ich. Und ich glaube, die machen wir auch so fertig. Zack, in den Rücken gemessert, richtig hinterhältig, ich weiß. Und ja, Dani, den Geist da oben habe ich auch, aber ich werde ihn euch auch nochmal zeigen, wo der genau ist. Oder wo er genau ungefähr ist. Welchen? Kennst du ihn selber noch nicht? Da oben auf dem Ding ist einer. Auf dieser Kugel oben drüber an dem Gehänge. Friss Fusionsgewehr. Zack. Vor allem die Waffen von der Arena, die ich hole, das finde ich ja so toll. Haben dann, wenn ich die hochgelevelt habe, erhöhten Schaden gegen Gefallene. Ach du Scheiße. Ah ja, gut, dann hole ich die schnell, dann zeige ich die noch schnell, bevor es hier vorbei ist. Ach, ich kann dich nicht beleben. Ja, gut, kannst du mich sehen? Hier oben, Leute, müsste ein Geist sein. Müsste man am besten von hier rüber springen. Und da hoch. Ach, da oben. Okay. Ja, da oben müsste dann einer liegen. Ja, cool, dann haben wir das jetzt so schnell beendet. Dann müsste das Video auch nicht sehr lang geworden sein, würde ich mal sagen, aber ja, ich habe euch gesagt, ich mache jedes Video mache ich eine Story und ich werde schauen, dass ich das nächste Mal vielleicht Osiris mache, vielleicht mal Arena für euch mache, auch wenn ich nur 15 Minuten mache, aber ich werde dann halt mehrere Teile sozusagen ins Internet stellen, in YouTube stellen, um genau zu sein. So, dann haben wir das auch beendet. Dann würde ich mal sagen, Leute, wir sehen uns zum nächsten Mal bei Albonymous Gameplays. Ich hoffe, es macht euch Spaß und ich sage danke an Drachekaiser, dass du mir geholfen hast. Immer wieder gerne. Verabschiede dich auch, wenn du willst. Jo, ich denke, man sieht sich vielleicht noch in dem einen oder anderen Video oder vielleicht mal unterwegs in Destiny. Genau, würde ich auch sagen. Man sieht sich immer wieder und
Man sieht sich immer zweimal im Leben, ne? Jo. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Manchmal sogar öfter. Manchmal sogar öfter. Dann würde ich sagen, Leute, bis zum nächsten Mal und wir sehen uns beim nächsten Albonimos Gameplays Videos. Ciao, ciao.